Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben es gehört, die Regierung hat ihre Hausaufgaben in Sachen Selbstvermarktung gut gemacht. Die Wortgruppe 50 Millionen Euro Paket, vielen in der Vergangenheit häufiger, vielen heute häufig. Und selbst in Antworten zu kleinen Anfragen werden diese 50 Millionen im Bewusstsein oder wird versucht, diese 50 Millionen im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern. Und wir wollen auch gar nicht so tun, als wäre das nichts. Die Arbeitsgruppe zur Attraktivität des Lehrerberufs hat Vorschläge im Wert von 200 Millionen Euro vorgebracht. Herausgekommen ist am Ende ein Viertel davon. Das ist immerhin etwas. Aber, Herr Niseri, hören Sie mir zu, der ganz große Wurf ist es natürlich nicht geworden. Es ist aus Ihrer Sicht natürlich schlau, so zu tun, als ob es so wäre. Aber 50 Millionen Euro sind letztendlich 3% des Bildungsetats. Und um diesen Prozentsatz steigen andere Haushaltsansätze von anderen Ministerien auch, ohne dass diese Schwerpunkte sind. Zum Beispiel der Haushalt des Finanzministeriums oder der Haushalt des Justizministeriums. Beide steigen auch um 3%. Oder anders formuliert, wenn die Ausgaben des Bildungsministeriums prozentual genauso steigen würden wie die Steuereinnahmen des Landes, dann wäre in dem Bereich Bildung und Kultur noch deutlicher Spielraum. Trotz der vielfältigen Kritik bleiben die Grundschullehrkräfte finanziell schlechter gestellt als ihre Kolleginnen an anderen Schularten. Anders als vom Bildungsminister erklärt, wird auch die halbe Klassenleiterstunde mehrheitlich nicht für eine Erhöhung des Gehalts sorgen, denn im Grundschulbereich arbeiten die meisten Lehrkräfte bereits Vollzeit. Diese Ungleichbehandlung von Grundschullehrkräften gegenüber allen anderen Lehrkräften wird trotz Verbeamtung für große Nachwuchsprobleme sorgen. Viele weitere Maßnahmen. Es geht gar nicht darum, in welchem Bundesland die mehr verdienen. Die Frage ist, wollen wir für unser Bundesland das Nachwuchsproblem zukünftig lösen oder lassen wir das Land in ein Desaster hinzulaufen? Grundschülerinnen und Grundschüler sitzen in leeren Klassenräumen ohne Lehrer. Viele weitere Maßnahmen, die im Bildungshaushalt stehen, lassen sich allerdings für die Opposition zumindest noch nicht bewerten. Denn der Bildungsetat ist ein Beispiel für einen intransparenten Haushalt. Die Landesregierung hat sich angewöhnt, praktisch alle Ausgaben in Stellenäquivalenten auszudrücken. Im Stellenplan für die regionalen Schulen beispielsweise tauchen plötzlich über 300 Stellen für Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen bei entsprechender Verwendung auf. Tatsächlich verstecken sich aber hinter diesen 300 Lehrerstellen unter anderem die Mittel für den Ganztagsschulbereich aller Schularten. Das Gleiche gilt für die sonderpädagogische Förderung, für den gemeinsamen Unterricht, für die Hochbegabtenförderung und so weiter. Nichts, absolut nichts ist konkret am Haushalt abzulesen. Alle Ausgaben sind in Stellenplänen versteckt, welche die Realität an den Schulen nicht abbilden. Ein weiteres konkretes Beispiel. Im Stellenplan für die Förderschulen ist zusätzliches Personal mit sonderpädagogischer Aufgabenstellung eingestellt. Eingesetzt werden diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedoch an den Grundschulen. Die in den Stellenplänen verborgenen Mittel kann das Ministerium dann frei verschieben und die Öffentlichkeit kann die konkrete Verwendung bestenfalls dann ein Jahr später in einer Antwort von einer kleinen Anfrage wahlweise von uns oder der Fraktion Die Linke nachlesen. Denn wie wir unter anderem bei der Personalzuweisung für den gemeinsamen Unterricht gesehen haben, können wir längst nicht darauf vertrauen, dass das Land sich auch an die eigenen Verordnungen hält und dass die Mittel so verteilt werden, wie die eigenen Verordnungen es tatsächlich vorsehen. Besonders drastisch ist die mangelnde, ich rede davon, dass für den gemeinsamen Unterricht normalerweise eine Stunde eingestellt wird pro Schülerinnen und pro Schüler. In Wahrheit werden 0,6 Stunden ausgegeben, was für die Schulen zu einem eklatanten Notstand führt. Herr Lisko, besonders drastisch ist die mangelnde Transparenz bei den Schulen in freier Trägerschaft. Wir haben in der letzten Landtagssitzung darüber gesprochen. Trotz steigender Schülerinnenzahlen bleiben die Zuweisungen gleich hoch, was de facto eine Kürzung von mehreren Millionen Euro für die Schulen in freier Trägerschaft bedeutet. Der Bildungsminister bestreitet, dass es hier zu Kürzungen kommt und erklärt dann im Ausschuss, notfalls wird das Geld eben nachgeschossen, wenn der Haushaltsansatz nicht ausreicht. Aber woher soll das Geld kommen? Die Antwort ist er leider schuldig geblieben. Auch der Vorsitzende der CDU-Fraktion hat erklärt, wenn es nach ihm gegangen wäre, wären die fehlenden 3 Millionen längst in den Haushalt eingestellt. Allein der Minister verweigert sich. Seriöse Haushaltspolitik sieht für mich anders aus.
Die Realität ist jedenfalls, dass schon jetzt Schulen in freier Trägerschaft ankündigen mussten, die Schulgelder ab dem 1. Januar 2014 zu erhöhen. Durch diese Politik erschweren sie den Zugang zu Schulen in freier Trägerschaft für Familien mit geringem Einkommen. Das halten wir für unsozial und deshalb für einen großen Fehler. Für die Inklusion ist mit diesem Haushalt eine große Chance vertan. Dem Ministerium ist es noch nicht gelungen, aus dem Papier der Expertenkommission vom November 2012, ich wiederhole, vom November 2012 konkrete Maßnahmen abzuleiten. Zwar sollten in diesem Doppelhaushalt erste zusätzliche Stellen eingeplant sein, überprüfbar ist es nicht, aber wo und wie diese eingesetzt werden, darüber ist nichts bekannt. Bereits jetzt ist aber klar, zumindest ein Teil der Schulen benötigt Umbaumaßnahmen, um eine inklusive Beschulung zu ermöglichen. Egal, ob ich da an die Nachrüstung von Fahrstühlen denke, über die drahtlosen Signalübertragungsanlagen für hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler oder einfach auch nur für Geld, um Klassenräume zu teilen, damit dann die zeitweise Arbeit in kleineren Gruppen bzw. mit einzelnen Kindern auch stattfinden kann. Wenn wir die Inklusion in diesem Land wirklich voranbringen wollen, können wir die Kommunen damit nicht alleine lassen. Planen wir jetzt dafür keine Mittel ein in diesem Haushalt, sind die nächsten 2 Jahre wieder verlorene. Diese Bewegungslosigkeit können wir überhaupt nicht nachvollziehen und haben deshalb einen Änderungsantrag vorgelegt, der insgesamt über 12 Millionen Euro für ein Landesbauprogramm zur Inklusion vorsieht. Ähnlich handelte im Übrigen auch schon einmal der Bund, als er im Jahr 2003 das sogenannte Ganztagsschulprogramm auflegte. Das war ein mit insgesamt 4 Milliarden Euro ausgestattetes Investitionsprogramm zum bedarfsgerechten Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen in allen 16 Bundesländern. Genau das Gleiche stellen wir uns jetzt vor, wenn es um die Einführung von Inklusion geht. Übrigens, ich glaube, das ist gestern bei einigen Äußerungen noch nicht so richtig klar geworden, gilt für diesen Änderungsantrag das Gleiche wie für alle unsere Änderungsanträge über alle Einzelpläne hinweg. Sie sind finanziert aus Umschichtung, das heißt, wir haben eine Schwerpunktsetzung vorgenommen und nicht aus der Rücklage. Ich glaube, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU-Fraktion war es nicht so deutlich. Wenn ich gerade beim Bereich Inklusion bin, möchte ich doch noch mal auf das, was Herr Kokert gestern sagte, eingehen. Herr Kokert erklärte gestern für die CDU-Fraktion, dass er den Inklusionsfrieden zur Disposition stellt. Und zwar einzig und allein darauf, dass wir als Bündnis Grüne Gelder für inklusionsbedingte Baumaßnahmen an den Schulen in den Haushalt einstellen wollen. Dies sei, so Kokert, nicht mit dem Inklusionsfrieden vereinbar. Er hat gestern erklärt, dass sie diese einen Vereinbarung ohnehin nur mit großem Widerwillen geschlossen hätten und es bedauerlich sei, dass die Unterschrift unseres Fraktionsvorsitzenden so wenig wert sei. Dazu 3 Dinge. Erstens wurde die Vereinbarung bei den anderen demokratischen Fraktionen von den schulpolitischen Sprecherinnen und Sprechern unterschrieben. Und wenn er sich die Mühe gemacht hätte, noch einmal zu schauen, was er unterschrieben hätte, dann müsste er seine gestrige Rede noch einmal überdenken. Denn Inklusionsfrieden bedeutet selbstverständlich nicht, dass in diesem Parlament niemand mehr über Initiativen für inklusive Bildung reden darf. Das würde natürlich bedeuten, dass sich Politik über Jahre hinweg freiwillig mundtot macht. Die Vereinbarung des Inklusionsfriedens ist kein Schweigegelübde. Das passiert ja letztendlich auch nicht, denn der Bildungsminister trifft permanent ohne jede Absprache Entscheidungen, die Fragen der Inklusion berühren. Sei es die Neuorganisation des schulpsychologischen Dienstes, neue Diagnostikverfahren, die Einführung von Kopfnoten. Die Landesregierung hat ebenso einen ganzen Maßnahmeplan im Bereich Inklusion vorgelegt, ohne dass ihn die Opposition vorher auch nur zu Gesicht bekommen hätte. Ich erkläre es deshalb noch einmal. Der Inklusionsfrieden bezieht sich auf das zukünftige Schulsystem. Hier wollen wir uns bemühen, fraktionsübergreifend einen gemeinsamen Konsens zu finden, der dann über eine Wahlperiode hinaus gelten kann. Das heißt, wenn wir heute die Entscheidung fällen, dass Förderschulen für einen bestimmten Förderbedarf künftig auslaufen zu lassen, dass dann nicht die nächste Landesregierung herkommt und das Gleiche wieder umdreht und rückgängig macht. Aber selbstverständlich nimmt uns diese Vereinbarung nicht das Recht, darauf hinzuweisen, wo Finanzierungslücken für Maßnahmen bestehen, die ohne jeden Zweifel notwendig sind, wie die Umbauten von Schulen. Damit verfahren wir ebenso wie die Landesregierung. Sie hat erste Personalmittel für die Inklusion eingestellt. Wir wollen nun erste Sachmittel einstellen. Der genaue Mitteleinsatz erfolgt dann, wenn wir einen Konsens finden,
auf Basis eines gemeinsam verabschiedeten Konzeptes. Das heißt, wir stellen jetzt erstmal nur das Geld zur Verfügung. Was mit den Geldern passieren soll, das sollten wir gemeinsam vereinbaren. Neben diesen drei großen Linien, die sich aus unserer Sicht in dem Haushalt widerspiegeln hätten müssen, nämlich Inklusion, ich habe es angesprochen, die Attraktivität des Lehrerberufs bedeutet Nachwuchsgewinnung an unseren Schulen und die Schulen in freier Trägerschaft als ein fester Bestandteil unseres Schulsystems, haben wir noch einige kleinere Änderungsanträge gestellt. Zwei davon möchte ich herausheben, weil sie von landesweiter Bedeutung sind. Diejenigen, die die Haushaltsdiskussion auch bereits die letzte Haushaltsdiskussion intensiv verfolgt haben, ist aufgefallen, dass wir einen Antrag bereits zum zweiten Mal stellen. Das ist die Einführung zweier Koordinierungsstellen für das produktive Lernen. Wir mussten diesen Antrag in diesem Jahr erneut stellen, weil er im letzten Jahr leider nicht positiv beschieden werden konnte von den Regierungsfraktionen, weil angeblich eine Evaluation läuft. Das Ergebnis sollte abgewartet werden, bevor dann das Programm des produktiven Lernens verstetigt wird durch Landesmittel. Leider, so mussten wir in diesen Haushaltsberatungen erfahren, liegen die Ergebnisse der Evaluation immer noch nicht vor. Die Koordinierungsstellen, das sind zwei, die für das gesamte Land arbeiten und damit 27 Schulen koordinieren und bespielen im Bereich produktiven Lernens, wurden seit einem Jahr oder seit diesem Jahr nicht mehr besetzt. Die ersten Schulen haben schon angekündigt oder es läuft darauf hinaus, dass sie das produktive Lernen einstellen werden, was aus unserer Sicht zu einem eklatanten Fehler an den Schulen führt. Denn wenn man sich anschaut, haben 83% der ehemals oft schulabschlussgefährdeten Schülerinnen, die mindestens 2 Jahre im produktiven Lernen gelernt haben, am Ende der Schuljahre 2008-09 bis zum Schuljahr 2010-11 die Berufsreife oder einen höherwertigen Schulabschluss erreicht. Es sind in den Jahren 2005 bis 2012 erhebliche Mittel aus ESF-Fördermitteln in die Weiterqualifizierung und in den Aufbau von 27 Standorten des produktiven Lernens geflossen. Allein die Landesregierung lässt die Ergebnisse jetzt einfach im Sand verlaufen. Nun ist die Nachrangigkeit des vormaligen ESF-Projektes gefährdet, da die Qualitätssicherung nicht mehr erfolgt. Fast genau das gleiche Problem hat die Serviceagentur Ganztägig Lernen, die ein Unterstützungsangebot für alle Schulen darstellt, die ganztägige Bildungsangebote entwickeln, ausbauen und qualitativ verbessern wollen. Hier läuft die ESF-Förderung mit dem kommenden Jahr aus. Wir wollen nun in eine originäre Landesfinanzierung einsteigen, zumal ja auch die SPD im Bundestagswahlkampf mit dem Ausbau von Ganztagsschulen geworben hat. Im Bildungsausschuss kündete Frau Dr. Seemann an für ihre Fraktion, sie müsse unsere Änderungsanträge nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern aufgrund der Deckungsquelle Zinsen für Kassenstärkungskredite ablehnen. 2,5 Millionen Euro waren eingeplant an dieser Stelle und selbst die SPD-Fraktion nutzt in ihren jüngsten Änderungsanträgen diese Deckungsquelle in Höhe von 2 Millionen und das zu Recht. Denn dieser Titel wurde in der Vergangenheit nicht einmal annähernd ausgeschöpft. Im Jahr 2011 wurden 100.000 Euro aus diesem Titel entnommen, im Jahr 2012 112 Euro. Also sind durchaus 2 Millionen Euro Spiel drin, die man für andere Projekte ausgeben kann. Da die SPD ja nun inzwischen auch eingesehen hat, dass dieser Deckungstitel offen ist, gehe ich davon aus, dass sie, da sie ja keine inhaltlichen Einwände hatte, nun unseren Änderungsanträgen auch zustimmen wird. Es gibt übrigens auch im Bildungsetat an anderer Stelle noch Luft für die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen. Im August 2014 sollen die schulbezogenen Budgets für besondere Lehrerleistungen gestrichen werden. Schon jetzt hat sich aber hier ein Haushaltsrest von fast 8 Millionen Euro angesammelt, die im nächsten Jahr ungenutzt in den großen Topf zurückfließen werden. Und damit möchte ich erstmal für den Bildungsbereich schließen. Melde mich im Laufe der Debatte noch einmal zurück, um auf den Kulturbereich einzugehen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, da es sich ja hier um eine Debatte handelt, würde ich doch gerne noch mal auf meine Vorredner eingehen. Natürlich, Herr Butzke, Sie haben einige Steilvorlagen geliefert. Fange ich mit Ihnen an. Bei Ihren Ausführungen ist doch bei mir ganz stark der Eindruck entstanden, dass Sie weder unsere Anträge ordentlich gelesen haben, noch Ihre eigenen Finanzministerin richtig gelauscht haben. Herr Renz hat es eben auch noch mal ausgeführt. Wenn Sie schon bei mir nicht hören können, dann hören Sie es bitte bei Frau Polzin, dann hören Sie es bei Herrn Renz. Ganz, wir haben Schwerpunkte gesetzt mit unseren Änderungsanträgen im Haushalt. Wir haben Mittel umgeschichtet
wahlweise aus dem Innenministerium, wahlweise auch innerhalb des Bildungsministeriums, aber wir haben uns ganz eindeutig für ein Mehr im Bildungsbereich ausgesprochen. Das ist mutig und das ist ehrlich und wir fahren damit eine einheitliche Linie, beginnend bei unserem Wahlprogramm zu unserem jetzigen parlamentarischen Tun. Und was die Diskussion um die Angleichung der Grundschullehrergehälter anbelangt, auch da haben Sie unseren Antrag wahrscheinlich nicht richtig gelesen, denn sonst wäre Ihnen aufgefallen, dass wir die Erhöhung nicht schon zu diesem Doppelhaushalt fordern, sondern dass wir der Landesregierung 2 Jahre geben, um das genau in Absprache mit den anderen Bundesländern die Angleichung vornehmen zu können. Und Herr Kokert, wenn Sie, als der Abgeordnete Koplin hier sprach, doch weise oder milde lächelten, was die Kultur- und Kreativwirtschaft als die Rede auf die Kultur- und Kreativwirtschaft kam, möchte ich doch mal darauf hinweisen, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft bundesweit, was die Generierung des Umsatzes anbelangt, zwischen der Automobilwirtschaft und der Energiewirtschaft liegt. Die Chancen sind also da, die Weichen müssen aber hier im Land gestellt werden. Eigentlich wollte ich die Rede zum Kulturbereich mit etwas Positivem beginnen. Jetzt landet das Positive mitten in meiner Rede. Nachdem im Jahr 2012 gut 600.000 Euro für die kulturelle Projektförderung nicht ausgezahlt wurden, obwohl genügend förderfähige Anträge vorlagen, haben wir in diesem Jahr beantragt, dass diese Mittel künftig übertragbar sind. Das heißt, wenn die Mittel im Jahr 2014 wieder erwarten, nicht vollständig ausgeschöpft werden sollten, können sie im nächsten Jahr genutzt werden. Wir freuen uns, dass die Koalition diesen Vorschlag in ihre Nachschiebeliste dann doch noch aufgenommen hat. Dann hört die Freude allerdings langsam auch wieder auf. Auch wenn Bildungsminister Brotkopp in Pressemitteilungen veröffentlicht, wie Land verdoppelt im Jahr 2013 Mittel für den Kunstankauf, bei genauerem Lesen sieht man, es geht um 30.000 Euro. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um Mittel, die ohnehin für die Kulturförderung vorgesehen waren, nur eben in einem anderen Topf lagen. Tatsächlich wird aber an vielen Stellen des Kulturbereichs die Unterfinanzierung deutlich. Ich will das an den Museen, an Beispiel der Museen verdeutlichen. Die Mittel sind nicht auskömmlich, die Gäste bleiben weg, die Finanzlöcher werden größer. Schon jetzt haben kleinere Museen wie beispielsweise das Landschulheim Göldenitz aufgegeben. In Peenemünde führt die Mangelfinanzierung dazu, dass in Verantwortung des Landes Mecklenburg-Vorpommern als Hauptgesellschafter eine völlig unzureichende Präsentation geboten wird. Diese Präsentation wird einem würdigen Gedenken an den mit dem Bau der Raketen verbundenen NS-Verbrechen in keiner Weise gerecht. Eine solche Aufklärung wird eher sogar untergraben. Wir haben Block 5 plus 3. Wir sind auch bei 16 jetzt schon. Jetzt haben Sie gerade gesagt 50. Ja, weil wir nicht aufgepasst haben. Wir haben 16 Minuten. Was passiert hier gerade? Also ich kann es erläutern. Wir haben eine Redezeit von insgesamt 18 Minuten sogar. Es hat in der ersten Debatte 15 Minuten Redezeit, haben Sie in Anspruch genommen. Es verbleiben 3 und die 3 Minuten sind jetzt abgelaufen.